schlecht, oder? Und heute geht es um dieses wunderschöne Gerät, die Siemens EQ9 Plus Connect. Die habe ich von meiner lieben Frau zum Geburtstag und Weihnachten zusammenbekommen. Vielen Dank nochmal. Und ich liebe dieses Teil, denn die Besonderheit an der Plus Connect ist, dass man sie mit einem Sprachassistenten steuern kann. Da muss man ganz ehrlich sein, bei einer Sprachsteuerung von einer Kaffeemaschine hat man natürlich trotzdem das Spülproblem. Ja? Also, das heißt, ich schalte die Kaffeemaschine ein und es kommt erstmal ein bisschen was raus, was ich dann wegschütten muss. Und dann kann ich erst meine Tasse drunter stellen, um mir einen Kaffee zu machen. Klar. Aber für mich hat diese Sprachsteuerung oder generell auch die Steuerung, dass man es im Smart Home System einschalten kann, den Vorteil, ich arbeite im Keller und bis ich hochgegangen bin in die Küche, kann ich mir jetzt einfach meine Kaffeemaschine schon einschalten und dann einfach, wenn ich in der Küche bin, nur noch die Tasse drunter und entweder Knöpfchen drücken oder den nächsten Sprachbefehl abgeben für die Wahl meines Kaffees. Das wollen wir doch jetzt auf jeden Fall mal testen, wie und ob das funktioniert. Also ich habe die mit meinem WLAN verbunden, ich habe sie mit meinem Sprachassistenten über die Home Connect App verbunden und müsste jetzt mit einem Sprachbefehl die Kaffeemaschine starten können. Also lasst es uns mal ausprobieren. Alexa, Kaffeemaschine an. Und tada, springt die Kaffeemaschine wie von Zauberhand an und, wie eben schon gesagt, fängt an zu spülen. Dauert einen kleinen Moment. Ich habe zum Glück noch eine zweite Tasse da. Die nehmen wir dann gleich. Aktuell mein Lieblingsgetränk und ich habe es noch nicht perfekt eingestellt, aber mein Lieblingsgetränk Espresso Macchiato. Oder ich habe wirklich auch mit dieser Maschine den stinknormalen Cappuccino wieder lieben gelernt, denn der schmeckt aus der Maschine exzellent. Also, steht auch schon auf der Cappuccino-Einstellung. Was ich jetzt nur machen müsste, wäre hier das Knöpfchen drücken und schon gibt er mir einen wundervollen Cappuccino aus. Wir wollen es natürlich trotzdem auch mit Sprachbefehl probieren, ob es funktioniert. Also los geht's. Alexa, Kaffeemaschine, Cappuccino. Ich bin begeistert. Ich muss sagen, ich nutze die Sprachfunktion für mein Getränk eher weniger, weil mir manchmal einfach nach einem Espresso ist. Manchmal ist mir nach einem doppelten Espresso, manchmal ist mir... Und dann suche ich eher durchs Programm durch und schaue mal, was ich jetzt gerne trinken würde. Meine Frau trinkt eigentlich nur Latte Macchiato mit so viel Milch, dass man keinen Kaffee mehr schmeckt. Von daher hat die eigentlich nur eine Einstellung für sich und macht das mit Sprachbefehl. So, Milch läuft rein. Ich finde es auch super nett. Ich schaue mal, ob ich das gerade noch erwische mit der Osmo, dass man hier auch in der Anzeige sieht, wo der Stand des Kaffees ist. Also man sieht jetzt hier, da ist bisher nur Milch drin und jetzt kommt der Kaffee drauf. Wir schauen es uns mal an. Da läuft es in der Animation rein und hier läuft es in die Maschine rein. So, und jetzt kann man hier auch gleich sehen, Home Connect App steht hier, bitteschön. Sag ich Dankeschön. Ich trinke jetzt meistens noch mit Zuckersirup. Da gibt es so einen ohne Zucker. Zuckersirup Light. Das ist ein fantastischer Kaffee, muss ich sagen. Also was ich momentan für einen Kaffee habe, für Latte Macchiato, für Cappuccino, ist der hier. Lavazza Kaffee Crema Dolce. Hat eine Intensität von
5 von 10. Also ist jetzt nicht der stärkste Kaffee der Welt, aber eben gerade für so Sachen wie Latte Macchiato oder Cappuccino ist der wundervoll. Und dann ist das Tolle an dieser Kaffeemaschine, dass er 2 Bohnenbehälter hat. Das heißt, hier auf der rechten Seite oben ist der Kaffeekrämer und hier auf der linken Seite habe ich mir hier jetzt mal gegönnt Lucifer's Roast. Der war vor Weihnachten um die Hälfte reduziert. Dann dachte ich mir, den kaufst du dir mal, und zwar Diabolic Strong Coffee. Naja, ist er auch, ist ganz schön stark, aber das hängt natürlich auch mit so vielen Faktoren zusammen, ob uns der Kaffee oder Espresso schmeckt oder nicht. Bei der Siemens EQ9 Plus Connect gibt es einen Barista-Mode. Wir gehen hier mal zum Espresso und da kann ich jetzt im Barista-Mode anwählen, mit welcher Temperatur mein Espresso gebrüht wird. Also, das heißt, Espresso sollte, ich sage jetzt mal unterm Strich, so heiß wie möglich gebrüht werden. Ja? Also 96 Grad kann man hier auswählen. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, wie viel Milliliter soll rauskommen, wie intensiv, wie stark soll der Kaffee sein. Es gibt hier sehr stark, stark plus, extra stark, Double Shot stark, Double Shot stark plus, Double Shot stark plus plus. Ich würde da nicht so hoch gehen. Also für jeden Espresso gibt es sicher die perfekte Einstellung und die will auch erstmal rausgefunden werden. Also geht da nicht zu stark, wenn man sich denkt, ah, Espresso muss immer stark sein, stark sein, stark sein. So viel braucht man gar nicht. Ich trinke auch gerne starken Espresso, aber hier stark plus, stark bis stark plus reicht absolut, sonst wird der Kaffee vielleicht auch zu bitter. Aber da könnt ihr jetzt eben selbst Barista spielen und einfach eure perfekte Einstellung finden. Sowohl Mahlgrad, als auch wie viel Pulver kommt da rein, als auch mit welcher Temperatur wird der gebrüht, wie viel Milliliter kommen rein. Also es gibt so viele Faktoren, die dafür verantwortlich sein können, wie gut oder schlecht euer Kaffee schmeckt. Also man kann nicht sagen, die günstigen Bohnen geben immer einen schlechten Kaffee. Es liegt an so vielen Einstellungen und die wollen auch alle ein bisschen ausprobiert werden. Ich bin da gern Spielkind und probiere, bis mir der Kaffee oder der Espresso am allerbesten schmeckt. So, ich trinke noch mal einen Schluck von meinem Cappuccino. Ah, fein. Ein Kaffeevollautomat ist nichts anderes als ein modernes Tamagotchi. Denn wie das Tamagotchi gefüttert werden will, mit dem muss man spielen, den muss man hinlegen für ein Schläfchen, ist es bei dem Kaffeevollautomaten genau das Gleiche. Da muss man die Tropfschale leeren, da muss man Bohnen nachfüllen und da will natürlich auch gereinigt und entkalkt werden. In unserem Fall mit der Siemens EQ9 Plus Connect gibt es ein Spezialprogramm, und zwar, wenn man es versäumt hat zu entkalken und zu reinigen für eine Zeit lang, dann wird beides zusammengenommen, das heißt dann Kalk and Clean, und man kann alles in einem Aufwasch machen. Dauert dann natürlich ein bisschen länger als die einzelnen Programme, aber dafür hat man ja auch länger Kaffeegenuss. Ich bin sowieso jemand, der immer bis zum letzten Drücker oder noch drüber hinaus wartet, bis man die Maschine reinigt, denn ich trinke einfach so verdammt viel Kaffee. Bei mir steht jetzt sogar schon an der Kaffeemaschine, ihr seht es hier, Kalk and Clean Programm dringend durchführen. Ja, ich habe die ein oder andere Tasse jetzt über die Empfehlung hinaus schon getrunken, aber ich wollte auch ein Video drüber machen, wie wir das Ganze reinigen. Also, dann schauen wir es uns doch zusammen mal an. Hier steht jetzt starten, da drücken wir doch einfach mal drauf. So, Kalk and Clean. Noch circa 0 Tassen, bis wir reinigen müssen. Ja, das wurde eben Zeit. So, 26 Minuten soll das Ganze dauern. Wir wählen das jetzt mal aus. So, Tropfschale leeren und wieder einsetzen. Tropfschale habe ich vorhin schon geleert, deswegen kann ich die jetzt einfach mal rausziehen, einen kleinen Moment warten und die Tropfschale wieder einsetzen.
So, Milchbehälter leeren und wieder einsetzen ist das nächste, was er uns fragt. Den habe ich auch schon vorhin geleert und etwas gesäubert. Das heißt, ich ziehe den jetzt auch mal raus und stecke den gleich wieder rein. Der rastet dann so ein bisschen ein, klick. So, jetzt Reinigungstablette in Pulverschacht einwerfen. Pulverschacht schließen. Okay. Jetzt schaue ich mir das doch mal hier oben an. Also hier ist der Pulverschacht. So, den kann man so nach hinten klappen. Und wir brauchen die Reinigungstablette. Also, es gibt hier zur Eco Series ein kleines Coffee Service Set dazu. Das ist quasi das Starter Set. Da ist auch die Beschreibung mit drin. Ein Löffelchen für den gemahlenen Kaffee, was ich bei einem Kaffeevollautomaten noch nie verwendet habe in meinem Leben. Aber vielleicht verwendet es ja wirklich jemand. Ich meine, dafür hat man ja einen Kaffeevollautomaten, damit man seine Bohnen direkt frisch mahlt und dann damit. Aber na gut, Leute, was weiß ich schon. Hier drinnen gibt es jetzt einmal eine große Tablette. Das dürfte die Entkalkungstablette sein. Und die kleinen Tabletten hier oben, da soll ich jetzt, glaube ich, eins reinwerfen in das Pulverfach. Also, zwei sind drin, drücken wir mal eine raus. Und ich schmeiße die mal hier oben ins Pulverfach. Oh, das ging automatisch wieder zu. Gut, dann machen wir doch hier mal den Deckel wieder drauf. Und weiter geht's. Bestätigen. Hab ich gemacht. Wasserfilter entfernen, falls vorhanden. Ja, war ein Brita-Wasserfilter dabei. Und den müssen wir jetzt mal rausnehmen. Ich habe mir hier eine Schüssel zur Seite gestellt. Da schnapp ich mir den einfach mal raus. Okay. So, Wasserfilter ist draußen. Falls vorhanden und bestätigen. Gut, das bestätigen wir jetzt mal. 0,5 Liter warmes Wasser und Entkalkungstablette in Tank. Tank wieder einsetzen. Gut. Also 0,5 Liter. Wir schauen mal. Es gibt hier hinten eine Anzeige. 0,5 Liter. Das ist nicht so viel. Ich schütte mal was raus und bringe mal diesen Wasserfilter in Sicherheit. So, jetzt zeigt sich hinten 0,5 Liter an. 0,5. Und wir werfen dazu die Tablette rein. Ich drehe es mal um, vielleicht sieht man es ja. So, Riesenteil. Ich werfe das mal hier in die Mitte. Das blubbert recht lustig. 0,5 Liter warmes Wasser und Entkalkungstablette im Tank. Tank wieder einsetzen. Okay. Here you go. Halber Liter ist drin. Ein Liter Behälter unter Auslauf stellen und bestätigen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nicht ein bisschen warten müsste, dass sich diese Tablette ein bisschen auflöst. Die Frage stelle ich mir jetzt gerade. Aber gut. Ist drunter. Ich drücke mal auf Bestätigen. Programm läuft. Das geht jetzt 19 Minuten lang. Das musst du dir natürlich nicht anschauen. 19 Minuten sind wie im Flug vergangen und die Maschine sagt uns jetzt: Wassertank gründlich spülen, gegebenenfalls Filter einsetzen, Wasser in Tank füllen und einsetzen. Na, das machen wir doch mal. Also, raus damit und ich gehe mal spülen. So, den Wassertank habe ich fleißig gespült und
den Filter wieder eingesetzt. Jetzt sind wir mal gespannt. Hier steht noch, Programm läuft eine Minute. Also eine Minute, dann sollte unsere Kaffeemaschine wieder komplett gereinigt und einsatzbereit sein. Ich bin gespannt. Ich habe übrigens auch auf die Uhr eine Benachrichtigung bekommen. Spüle den Wassertank deines Kaffeevollautomaten, fülle ihn anschließend wieder auf und so. Also wenn man die Nachrichten aktiviert hat auf dem Handy und eine Smartwatch hat, dann kriegst du auch von der Home Connect App die Nachrichten auf die Uhr. Ich habe es jetzt extra wieder eingeschaltet. Ich fand es ungefähr eine Woche spannend. Danach habe ich es ausgeschaltet, weil man wirklich für jeden Kaffee eine Nachricht bekommt. Da steht dann auf der Uhr, bitteschön, ist ja nett, aber ist mir ein bisschen too much, braucht kein Mensch. Programm läuft noch 5 Minuten. Okay. Ah, und hier im Milchbehälter, ich mache euch da mal ein Schnittbild kurz. Im Milchbehälter kommt auch das Wasser an. Also hier ist, ja, ihr seht richtig, das ist blau. Das ist wahrscheinlich von der Reinigungstablette. Und das Wasser läuft da auch mit rein. So, 5 Minuten. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Das brauchen wir nicht mehr. Ich bin sowieso generell kein Freund von Bedienungsanleitungen. Deswegen finde ich es auch toll, dass Siemens hier es einem ermöglicht, nur über das Display komplett den Reinigungsprozess zu machen. Bei den Maschinen, die ich vorher hatte, musste ich mir eigentlich immer genau diese Beschreibung dann irgendwo aufheben, damit man nachschauen konnte, welche Knöpfe drücke ich denn jetzt für das Entkalkungsprogramm, welche Knöpfe drücke ich für ein Reinigungsprogramm. Bei Siemens wirst du wirklich durchgeleitet durch den kompletten Prozess und das hat mir sehr gut gefallen. Also das hier können wir getrost zur Seite stellen. Eine Reinigungstablette ist da jetzt noch drin. Keine Entkalkungstablette, sondern eine Reinigungstablette. Die brauchen wir sicher auch bald wieder. Das kann man jetzt erstmal zur Seite stellen. Wie lange dauert es jetzt noch? 3 Minuten. Ich würde sagen, wir überspringen das hier mal an der Stelle. Die Zeit ist um und wir entleeren den Behälter. Der ist ganz schön voll geworden. Und die Tropfschale, also ich nehme das mal kurz mit. So, habe das jetzt mal professionell ausgespült und wieder rein damit. So, Milchbehälter reinigen und wieder einsetzen. Natürlich, machen wir doch gerne. Also hier ist jetzt so ein bisschen blaue Flüssigkeit drin. Das ist von der Reinigungstablette. Von der Reinigungstablette, die sich übrigens komplett aufgelöst hat. Also da war kein Rückstand mehr. Ich habe mich jetzt mal noch nicht getraut, da noch Milch reinzutun. Also wir setzen es erstmal wieder ein. Programm erfolgreich beendet. Na, das klingt doch toll. So, weiter. Jetzt können wir auch noch circa 850 Tassen bis zur nächsten Reinigung. Ich glaube aber, so viel habe ich seit der letzten nicht getrunken. So lange habe ich die Maschine noch nicht. Wir können uns ja hier mal ganz kurz anschauen, was gibt es hier noch. Also es gibt nur Entkalken, es gibt nur Reinigen, es gibt Milchsystemspülen zu empfehlen ab und zu mal. Tassenwärmer, Home Connect Einstellungen, das sind einfach dann weitere Einstellungen. Wasserfilter. Frostschutz, wenn es im Kalten steht. So, aber mit dem Kalk and Clean 26 Minuten. Also ich fand, es war total einfach. Und die Kaffeemaschine ist jetzt wieder einsatzbereit für die nächsten so und so viel 100 Tassen. Jetzt sind meine Tests nicht auf Vollständigkeit ausgelegt. Also jeder
Coffee-Check, Audiobücher, was auch immer. Ja, ich erzähle euch einfach, was mir toll dran gefällt und warum ich mir die Geräte oder die Audiobücher oder die Filme oder was auch immer gekauft habe, angeschaut habe. Wenn euch die Kaffeemaschine so sehr interessiert, dass ihr jedes Teilchen dran haben wollt, geht gern zu den Kollegen auf YouTube, die die Kaffeemaschinen auseinandernehmen, vergleichen mit anderen. Ich bin einfach von der hier begeistert, von der Siemens Eco 9 Plus Connect, weil sie endlich ermöglicht, dass meine Kaffeemaschine mit meinem Smart Home System zusammenspielt. Darauf noch einen Schluck Cappuccino. Ich wünsche euch viel Spaß auf Alpha Tester und bei den anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ach so, abonniert natürlich den Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Und falls das Gewinnspiel noch online ist, dann nehmt am Gewinnspiel teil. Lohnt sich.